mir total leid, dass ich das jetzt so direkt gefragt habe. Marlene, du bist meine Freundin und ein ganz besonderer Mensch für mich, das weißt du. Und vielleicht hätte ich dir das auch schon früher sagen sollen, aber obstinat, nicht, dass du reintrittst. Okay, nochmal von vorne. Tut mir leid, das war jetzt wirklich völlig daneben von mir. Das wäre schön, wenn du das einfach vergessen könntest. Nein, ich... Wir sind Freundinnen, weißt du, und das ist okay so und nicht mehr. Ja? Gut, wo waren wir stehen geblieben? Ja, ich würde sagen, es sitzt fast perfekt. Finde ich auch. Hey! Verdammt gute Arbeit. Danke. Du hast, Marlene, die Kostüme nicht nur auf den Leib, sondern auf die Seele gestaltet. Ich meine das ernst. Du hast ihr Wesen genau erfasst. Ihre Zartheit, das Fragile, die Kraft, die Klarheit und ihre Sensibilität. Das ist alles in deinem Kostüm wiederzuerkennen. Warum guckst du denn so geknickt? Ich finde nur, das hier ist mir nicht so gut gelungen. Und die Corsage ist viel zu steif, da muss ich mit ganz anderen Materialien arbeiten. Weißt du was? Du hast absolut freie Hand bei der Endfertigung. Ich glaube, niemand kann Marlene besser aussehen lassen als du. Ich gebe mein Bestes. Ich weiß. Ich vertraue dir voll und ganz. Rebecca, kannst du mir mal helfen? Ich komme ein wenig raus. Ja, Ich glaube, da müssen wir jetzt irgendwie durch. Ja. Heute Abend doch feiern. Also so richtig. Ja, so richtig, richtig. Tja, dann wir. Ja. Okay. Danke. Ich hätte ihr fast gesagt, was ich für sie empfinde. Und dann? Ist Marlene zurückgerudert. Sie hat sich entschuldigt, dass sie mir sowas überhaupt zugetraut hat. Und jetzt sollen wir heute Abend unsere platonische Freundschaft feiern. Was soll sie auch denken? Du hast die ganze Zeit den Schnabel nicht aufgekriegt. Vielleicht probierst du es ja heute Abend nochmal. Hm? Dann ist unsere Freundschaft doch endgültig im Eimer. Da musst du jetzt durch, fürchte ich. Willst du nicht einfach mitkommen? Dann kannst du mir auch den Gnadenschuss geben, wenn die Gäule mit mir durchgehen. Durchgehende Pferde erschießt man nicht gleich, Rebecca. Dann eben an die Leine nehmen. Oder an die Kandare, ach Mann, du weißt doch, was ich meine. Gouvernante beim Mädelsabend. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Jetzt kommt Chantal, hat sich das selbst zuzuschreiben. Sie hat gesagt, dass sie es nicht war. Sie muss diese Festplatte irgendwie unlesbar gemacht haben. Wenn die Überwachungskamera wirklich aufgenommen hat, wie sie Sonja die Treppe runtergestoßen hat. Einen handfesteren Beweis gibt es nicht. Aber selbst wenn sie die Festplatte zerstören würde, wäre sie dann wirklich so blöd und würde sie auf dem Schloss verstecken? Vielleicht hatte sie auf die Schnelle keine Zeit mehr, ein besseres Versteck zu finden. Ich bin mir ganz sicher, das alles ist nur ein blödes Missverständnis und wird bald aufgeklärt. Marlene, selbst Sebastian glaubt, dass sie schuldig ist. Ja, und das ist wirklich traurig. Du kennst vielleicht ihre nette Seite, aber ich kenne auch ihre andere. Entschuldige, dass ich überhaupt damit angefangen habe. Ja, schon gut. Ich könnte es ja so oder so nicht ändern. Guck mal, da kommen Christian und Rebecca. Hey! Bisschen was für ein Zufall. Hey. Ja, Rebecca hat mich überredet. Sie meinte, ich sollte mal wieder ein bisschen unter Zweibeiner kommen. Gute Idee. Ja, ich dachte, in der Gruppe ist es doch schöner als zu zweit. Ja, und lockerer. Tschin, tschin. Heute lassen wir die Korken so richtig knallen. Was ist los? Was soll los sein?
Ich kenne dich doch. Du hast irgendwas. Es ist doch wegen... Nein, es hat nichts mit dir zu tun. Es ist wegen Tanja. Ich weiß, dass die ganze Welt sie für schuldig hält, aber sie ist meine Freundin. Und sie tut mir leid. Ich kann zwar nicht behaupten, dass es mir ähnlich geht, aber ich verstehe dich. Ist das nicht entsetzlich? Die Vorstellung, dass sie Emma und Hannes vielleicht nie wiedersehen darf? Sebastian hat sie verlassen. Ich würde ihr so gerne helfen. Wieso besuchst du sie nicht? Ja, Tristan meint, es ist keine so gute Idee wegen der Presse. Wie läuft's denn im Gestüt? Hm? Tut mir leid, ich war gerade irgendwie in Gedanken. Hm? Hab ich gemerkt. Danke fürs Zuhören. Ich habe unsere Gespräche wahnsinnig vermisst. Abgekaute Ohren sind bestimmt gerade total in. Aber das weißt du als erfolgreiche Designerin ja besser als ich. Ich wüsste nicht, wieso du dir das sonst alles hättest anhören sollen. Ach Quatsch. Ich habe dir gern zugehört. Wirklich. Wenn ich bedenke, wie ich dich neulich angeplafft habe, totale Überreaktion. Das ist doch verständlich. Ich meine, wenn du befürchtet hast, dass ich dich... Weißt du, irgendwie ist es ja auch nützlich. Sollte meine Stimme irgendwann mal weg sein, dann kann ich mit meiner blühenden Fantasie Groschenromane schreiben. Sag mal, hat das eigentlich irgendeinen tieferen Sinn, dass wir hier eine Männerrunde und die da ein Damenkränzchen veranstalten? Hast du Lust auf Gespräche über Pirmesröcke und Tops? Dann los. Naja, wenn die Gespräche so aussehen, warum nicht? Ja, ich würde auch sagen, wir haben jetzt genug gequatscht, ne? Wir brauchen uns hier nicht mehr im Hintergrund aufhalten. Ich gehe tanzen. Soll ich mal raten, mit wem? Was? Nichts. War nicht so wichtig. Hey, wollt ihr vielleicht noch ein bisschen weiter knuddeln? Nein. Super, dann klatsche ich nämlich an dieser Stelle ab. Ich würde so gerne mal mit Lily Rose tanzen. Oh, gute Idee. Na los. Also spätestens, als du mich gefragt hast, ob ich tanzen will, hätte ich misstrauisch werden müssen. Wieso? Na, weil ich dich eigentlich nicht als den Tanztypen einschätze, eher als den Planttypen. Ach so. Ja, stimmt ja auch, aber ich habe mich nur nicht alleine getraut. So schüchtern kenne ich dich ja gar nicht. Warum? Wenn ich dich ans Flaschendrehen erinnern darf. Du glaubst, der Kuss ist mir so zu Kopfe gestiegen, dass ich dich jetzt hier zum Füßen abgeschleppt habe? Nein, das denke ich keine Begründung. Nee, eigentlich hatte ich nur Angst wegen der ganzen Piranhas hier drin. Piranhas, hier? Ja, du glaubst nicht, wie viele Bekloppte ihr Aquarium das Chlor runterspülen und die kommen dann durch die Kanalisation und knabbern an deinen schönen Füßen. Da rum hier, unten da, hier, da hab ich einen. Ah, entschuldig, wenn ich kurz unterbreche, bevor sich die Piranhas an meine Szenen vergreifen. Du brauchst dich nicht entschuldigen, Tristan. Ich glaube, Marlene freut sich sehr über deine Ritterlichkeit. Und konntest du dich mit Rebecca aussprechen? Ja. Und vielen Dank, dass du uns alleine gelassen hast. Sorry. Sag mal, hast du eine Ahnung, was mit dir los war? Nö. Hey, wisst ihr, wo Rebecca ist? Sie ist weg. Ohne sich zu verabschieden? Keine Ahnung, die hat mich sogar fast über den Haufen gerannt, ohne es zu merken. Ja, vielleicht war sie einfach müde oder hatte Kopfschmerzen oder so. Naja, gut, aber ich will kurz Bescheid sagen, jetzt hier trotzdem können, oder? Es hat nichts mit dir zu tun. Von wegen.
Höchst erfreuliche Umsätze gestern Abend. Entschuldigung, was hast du gesagt? Wartest du immer noch auf die SMS von Rebecca? Ja. Weißt du, ich verstehe es einfach nicht. Normalerweise antwortet sie sofort. Morgen. Guten Morgen. Kann ich Ihnen einen Kaffee bringen? Gerne. Morgen. Morgen. Oh ja, du siehst aus, als könntest du einen Kaffee gebrauchen. Schlecht geschlafen? So gut wie gar nicht. Einmal darfst du raten, warum. Ich hoffe, es war okay, dass ich gestern sozusagen dazwischen gegangen bin. Du hast mich gerettet. Ich hätte es keine Sekunde länger ausgehalten. Danke. Marlene hält mich wirklich wieder für ihre beste Freundin und vertraut mir. Und ich lüge sie an. Aber gleichzeitig werde ich grün vor Eifersucht, wenn Tristan sie küsst. Deswegen bist du einfach abgehauen. Du hast es also auch mitbekommen. Marlene hat mir eine SMS geschickt. Diese Lügen müssen endlich ein Ende haben. Ruf sie doch einfach mal an. Wahrscheinlich ist das Ganze sowieso nur ein Missverständnis. Ach, weißt du, ich will mich auch nicht aufdrängen. Also, wenn sie mit mir reden wollte, würde sie ja vor den Nachrichten antworten, oder? Du hattest recht. Es funktioniert nicht. Ich kann meine Gefühle nicht einfach wegdrücken. Und so tun, als wäre ich Marlenes beste Freundin. Und da steht alles drin? Die ganze Wahrheit? Kannst du denn Marlene bitte geben? Ich kann das nicht. Ich meine, ich kann nicht dabei sein, wenn sie ihn liest. Und außerdem möchte ich, dass Marlene in Ruhe überlegen kann, wie sie, beziehungsweise ob sie mir überhaupt noch begegnen will. Bist du sicher? Okay. Wenn es in ihrem Interesse gewesen wäre. Ich will das nicht nochmal diskutieren. In geschäftlichen Angelegenheiten kann ich euch nicht helfen, also entschuldigt mich bitte. Sie hat sowieso noch einen Termin mit Rebecca wegen der neuen Kostüme. Tja, und wie geht es jetzt mit Linie CL weiter? Mein Vorschlag ist, eine Marktforschung in Auftrag zu geben, um herauszufinden, ob LCL überhaupt noch Chancen hat auf ein Revival oder ob der Name endgültig verbrannt ist. Ja, das ist ein guter Ansatz. Leite das in die Wege. Tristan? Hörst du mir überhaupt zu? Die Marktforschung, ja. Ich kümmere mich darum, natürlich. Liebste Marlene. Erstmal muss ich mich entschuldigen, dass ich gestern einfach so verschwunden bin. Aber ich hatte einen guten Grund, den ich dir nicht länger verschweigen kann. Gestern habe ich realisiert, dass wir nicht einfach Freundinnen sein können. Vielmehr, ich kann es nicht. Auch wenn ich mir so sehr wünsche, dass alles nicht zu kompliziert wäre. Aber ich habe mir etwas vorgemacht. Und dir auch. Doch ich kann und will dich nicht länger anlügen. Im Grunde weiß ich es schon lange. Und du weißt es auch. Es ist wahr, was du vermutet hast. Ich habe mich in dich verliebt.